بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Wenn man jetzt gerade in Deutschland lebt, in einem, sage ich mal, ursprünglich christlich geprägten Land, in einem ursprünglich christlich geprägten Land, dann kommt es natürlich zwangsläufig dazu, dass es zur Diskussion kommt zwischen den Muslimen und zwischen den Christen. Eines der Hauptthemen, nur eines der zentralen Themen in diesem Zusammenhang ist das Konzept der Erlösung in den beiden Religionen. Denn man muss von vornherein, muss man sich einer Sache bewusst sein, es können nicht beide Religionen gleichzeitig richtig sein. Denn der Islam, denn der Islam nimmt für sich im Anspruch, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein. Und ebenso nimmt das Christentum für sich in Anspruch, der einzige wahre Weg zu Gott, der einzig wahre Weg zum ewigen Heil zu sein. Heutzutage die meisten Diskussionen, gerade wenn man sie mit Christen führt, drehen sich um nebensächliche Dinge. Um Dinge, die nicht die Kernaussage des Islam sind, beziehungsweise Dinge, die nicht die Kernaussage des Christentums sind. Beispielsweise hört man, ja, im Islam trägt die Frau Kopftuch. Aber wenn man die Bibel genau liest, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 7, ist es dort auch ein Gebot. Oder sagt jemand, guck mal, im Koran steht irgendetwas über Krieg, wird aus dem Kontext herausgezogen. Aber genauso und noch mehr könnte ich Verse aus der Bibel rausziehen. Zum Beispiel Matthäus 10, Vers 34, wo steht, Jesus soll gesagt haben, denk nun, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oder ich könnte einen Vers bringen, 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 3. Und du sollst sie der Vernichtung weihen, und du sollst keine Gnade mit ihnen haben, und du sollst sie zu Tode bringen, Mann wie Frau, Kind wie Säugling. Das heißt, dies ist keine Diskussion. Dies sind Dinge, die wir aus dem Kontext herausziehen. Dies sind Dinge, die sich nicht um die Kernaussage der Religion drehen. Was sind die Kernaussagen der Religion? Die Kernaussage ist, welches Konzept hat die Religion, um das ewige Heil zu erlangen? Und deswegen bitte ich jeden hier, der als Nicht-Muslim hier ist, sein Herz offen zu machen von allen Vorurteilen und rational darüber nachzudenken, was der richtige Weg ist. Und ich will niemanden beleidigen, sondern ich will über das Thema reden, ist Jesus für die Sünden der Welt gestorben? Beziehungsweise ist Jesus für die Sünden der Menschen gestorben? Und dann werde ich das mit dem Konzept im Islam der Vergebung vergleichen, einige Punkte, einige Argumente bringen. Ich habe schon öfter über das Christentum geredet. Das Problem ist, dass meistens redet man mit Leuten, die selber das Christentum gar nicht kennen. Und dann heißt es dann nachher, was erzählt der? Da hat gar keine Ahnung, was ein Christentum ist. Zum Beispiel, ich war einmal in so einer Sitzung gewesen und da habe ich gesagt, dass im Christentum Jesus Gott ist. Dann kommt danach eine Frau zu mir und hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht, Jesus ist gar nicht Gott. Ich bin katholisch und bei uns ist Jesus gar nicht Gott. Der Sohn Gottes. Ja, stimmt, Sohn Gottes und Gott gleich. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und alle drei sind zusammen nur ein Gott. Trinitätslehre. Dann sagst du mir, nein, ich war bei der Kommunion, bei der Firmung gewesen, ich weiß das, aber sie weiß es nicht. Deswegen habe ich mich heute bewaffnet, Alhamdulillah, hier mit dem Buch. Mit dem Buch bewaffnet, keine Angst. Hier steht dann zum Beispiel drin, der Glaube der katholischen Kirche, griechisch-katholische Kirche, lutherische Kirche, reformierte Kirche und so weiter und so fort. Falls irgendwelche Fragen gibt, jemand sagt, das, was du erzählst, ist unkorrekt, dann können wir die verschiedenen Gruppen rauspicken, ja. Ist natürlich klar, wenn man über die Sache redet, es gibt immer auch einige Meinungsverschiedenheiten unter den verschiedenen Gruppen des Christentums, dass man da nicht immer 100% ins Schwarze greifen kann. Ich habe immer festgestellt, ich mache zum Beispiel eine Kassette, da bringe ich 100 Argumente für den Islam und bringe 100 Punkte aus der Bibel oder aus dem Christentum, ja, wo man eine Antwort darauf finden muss. Dann beantwortet einer eine Frage und dann tut es, als wenn er die ganze Kassette beantwortet hätte, ja. Aber okay, was ich auf jeden Fall nur bringen will, ohne jemanden zu beleidigen, ist einige Fakten, über die man sich Gedanken machen sollte. Wie gehen wir jetzt an das Thema ran? Ist Jesus für die Sünden der Welt gestorben? Wir haben als allererstes zwei göttliche Quellen. Das ist einmal die Bibel und das ist einmal der Koran. Wenn wir als allererstes zum Koran gehen und schauen uns den Koran an,
Beziehungsweise sagen wir Tora, Evangelium oder das, oder Bücher, die als heilige Bücher anerkannt werden, als Bücher des allmächtigen Gottes von den Christen geführt werden, das ist die Bibel. Und wir haben das Buch, das die Muslime als das Wort Gottes ansehen, woran wir fest glauben, der Koran. Wenn wir nun als allererstes zum Koran gehen, und das ist unser Maßstab als Muslim, dann finden wir dort ganz eindeutig, nein, Jesus ist nicht für die Sünden der Welt gestorben. Warum finden wir das dort? Weil Jesus laut Koran, weil Jesus gar nicht gestorben ist. In Sure 4 steht ganz eindeutig, dass es ihnen nur so erschien, als wenn sie ihn gekreuzigt hätten, sondern dass der allmächtige Gott ihn errettet hat und in den Himmel zu sich aufgezogen hat. Er nicht gestorben ist, sondern dass er als ein großes Zeichen vor dem jüngsten Tag auf die Welt herabgesandt wird und den Antichristen vernichten wird. Das heißt, Isa a.s. wird am jüngsten Tag zurückkommen. Im Islam ist Isa auch nicht der Sohn Gottes oder Gott selber, sondern im Islam ist Isa, also ich werde immer Isa für Jesus sagen, nicht, dass einer verwirrt ist, einer der gewaltigsten Gesandten des allmächtigen Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, durch was? Durch den Befehl von Allah. Kann Allah dies natürlich, Allah könnte, hat Adam ohne Mann und ohne Frau erschaffen. Dieser Prophet, Isa a.s., kam mit einem heiligen Buch, das Evangelium, was heute verloren gegangen ist. Wir haben heute nicht das Evangelium von Jesus, wir haben heute das Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und andere Evangelien, die im Jahre 364 von dem Konzil nicht ausgewählt worden sind, um zu den 27 Büchern des Neuen Testamentes zu gehören. Jedenfalls, wir haben das Jesus-Evangelium nicht, wir haben andere Evangelien, das sind Zeitberichte, die sagen dies und das ist passiert, das Augenzeugenberichten oder Nicht-Augenzeugenberichten oder Leute, die sich informiert haben und das aufgeschrieben haben, was andere Menschen ihnen erzählt haben. Jedenfalls, wir glauben, dass Jesus, a.s., Friede auf ihm, Isa, Wunder gewirkt hat, aber nicht von sich selber, sondern mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Es steht selber eigentlich auch in der Bibel geschrieben, in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selber aus tun. Jedenfalls, im Koran wird ganz deutlich gesagt, dass Isa große Wunder vollbracht hat. Es wird sogar erwähnt, dass er in der Wiege gesprochen hat, was in der Bibel nicht erwähnt wird. Es wird sogar erwähnt, was ein großes Wunder ist. Es wird erwähnt, dass er einen Tisch vom Himmel herabkommen lassen hat, was das sogenannte Abendmahl bei den Christen war. Bei den Christen wurde der Tisch nur gedeckt. Im Koran wurde der Tisch sogar, Isa a.s. hat ein Bittgebet gemacht, sodass Allah einen Tisch herabgesandt hat vom Himmel. Gedeckt, Alhamdulillah, auch ein großes Wunder. Wie gesagt, der Koran sagt ganz eindeutig, Jesus ist nicht für die Sünden der Menschen gestorben, weil er gar nicht gestorben ist, sondern er wird kurz vor dem jüngsten Tag als ein großes Zeichen wiederkehren und wird dann sterben. Und der Koran sagt ganz eindeutig, dass auch niemand für die Sünde von jemand anderen sterben kann. Das ist eine ganz deutliche Aussage des Koran. Im Koran steht, La taziru waziratun wizra ukhra. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Und um es noch deutlicher zu machen, sagt der Koran, steht im Koran in Sure 4, Vers 111, وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Und wer eine Sünde erwirbt, der erwirbt die nur für sich selber. Und Allah ist wissend weise. وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيَةً أَوْ إِثْمًا ثُمِّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَكَدْ اِحْتَمَلَ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Das heißt, und wer einen Fehler macht oder eine Sünde, ja, und schuldigt dann jemand anderen damit an, ja, der hat eine große Verleugnung gebracht und eine deutliche Sünde. Also er hat eine Verleugnung gebracht und eine deutliche Sünde. Das heißt, der Koran verweigert es ganz deutlich, dass irgendjemand für die Sünden von jemand anderen sterben kann. Denn, wie schon gesagt, niemand trägt die Last eines anderen. Im christlichen Konzept, was viele nicht wissen, ist die Theorie so, dass der erste Mensch Adam einen Fehler gemacht hat, vom Baum gegessen hat, vom falschen Baum, beziehungsweise mit seiner Frau. Und dadurch kam es zu einer Trennung mit dem allmächtigen Gott. Und da steht in Römerbrief 5, durch die Sünde eines Einzigen sind alle zu Sündern geworden. Und dann steht danach, und durch die gute Tat eines Einzigen werden alle das Heil erlangen, Recht gesprochen werden. Das heißt, das Heil erlangen, das heißt die gute Tat, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das heißt, durch Adam kam die Trennung von Gott
Durch die Sünde von Adam gibt es verschiedene Theorien. Die einen sagen, jeder Mensch wird mit der Sünde geboren. Der andere sagt, der Mensch wird als Sünder geboren, dass er Sünden machen wird. Aber auf jeden Fall durch Adam kam diese Trennung, durch Adam. Und der Einzige, der das wiederherstellen kann, ist Jesus selber. Wir sagen, nein, das ist nicht so. Bei uns hat die Geschichte von Adam und Eva einen ganz anderen Charakter. Im Islam ist die Geschichte von Adam und Eva im Paradies eine Geschichte von Fehler, eine Geschichte von Reue und eine Geschichte der Manifestation der Vergebung des allmächtigen Gottes. Denn Adam hat den Fehler gemacht, er hat Reue gezeigt, ist für diese Sünde reuig umgekehrt und der allmächtige Gott hat ihm vergeben. Diese Probe, die wir hier auf der Welt haben, ist eine Probe für uns. Der allmächtige Gott sagt, er wird Botschafter herabsenden und wer an diese Botschafter glaubt, dass dieser Mensch sinngemäß nicht in die Irre gehen wird. Dies ist unsere Probe. Allah sagt im Koran, Sure 77, Vers 2, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Das heißt, die Geschichte ist eine ganz andere Geschichte. Wir glauben, dass der allmächtige Gott, der allverzeihend ist, Adam verziehen hat für seinen Fehler, den er getan hat. Auch ist es im islamischen Sinne unvorstellbar, dass jemand, der unschuldig ist, für die Sünde von jemand anderem sterben soll, weil das wäre aus islamischer Sichtweise ungerecht. Wenn wir sagen zum Beispiel, wir haben einen Verbrecher und dann soll jemand an, der muss eine Strafe dafür bekommen und jetzt kommt der Unschuldige rein und dann bestrafe ich den Unschuldigen für den Schuldigen, ist aus islamischer Sicht eine Sache, die unvorstellbar ist. Außerdem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch ganz eindeutig, dass der allmächtige Gott den Menschen erschaffen hat und weiß, dass der Mensch Fehler machen wird. Der Beweis dafür ist im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala, wo die Engel zu ihm sagen, willst du jemanden auf der Erde als Khalifa, Nachfolger machen, der dort Unheil anrichtet, sinngemäß? Daraufhin sagt Allah, ich weiß, was ihr nicht wisst. Das heißt, den Engeln ist schon beigebracht worden, dass der Mensch Fehler machen wird. Und in diesen Fehlern manifestiert sich die Barmherzigkeit, manifestiert sich die Vergebung des allmächtigen Gottes, der ein vergebener, ein gütiger, ein allbarmherziger Gott ist. Beispielsweise sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also das ist nicht nur ein philosophischer Punkt, sondern das ist auch, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagt, وَالَذِي نَفْسِ بِيَدِي لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى. Das heißt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, würdet ihr keine Fehler machen, würdet ihr keine Sünden begehen, dann würde Allah euch wegschaffen. Und dann würde er mit einem anderen Volk kommen, mit einer anderen Schöpfung kommen, die Sünden machen werden und die dann Allah um Vergebung bitten werden und Allah wird ihnen verzeihen. Und der Prophet sagt auch, und dieses um Verzeihung bitten, dieses Eingestehen, ich habe einen Fehler getan, dieses immer wieder sich selber bewusst werden über die Mangelhaftigkeit, die wir haben, über unsere Fehler, die wir begehen. Dies ist etwas, was den Menschen auf eine höhere spirituelle Ebene bringt. Und in diesem Fall sagt der Prophet sallallahu auch, كُلُّ بَنِي آدَمْ خَتَاءً وَخَيْرُ خَتَائِينَ تَوَّبُونَ. Alle Söhne von Adam machen Fehler und die Besten, die Fehler begehen, sind die, die Reue zeigen. Das heißt, wenn du Reue zeigst, ist etwas, was Allah liebt. Allah liebt den Diener, der sagt, ich habe einen Fehler begangen und kehrt zu ihm reuig um. Der Christ wird sagen, der sich mit der Religion auskennt, wie gesagt, wird er wahrscheinlich schon wieder einer sagen, nee, das ist totaler Quatsch, was du da erzählst. Er wird wahrscheinlich sagen, ja nee, das kann nicht sein. Die Sünde verdient Bestrafung. Gott ist zu heilig, als dass der Sünder in seine Gegenwart gelangen könnte. Wir sagen, Gott ist heilig, der allmächtige Gott ist heilig. Wir sagen, den allmächtigen Gott macht es überhaupt nichts aus, wenn du eine Sünde machst. Es ist nicht so, dass du ihm mit deinen Sünden schaden könntest. Es ist nicht so, dass du als Sünder in seine Gegenwart kommen würdest und du würdest ihm irgendeinen Schaden zufügen. Der Beweis dafür ist, was das, was der Prophet uns gelehrt hat, was wir sagen wollen. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran. O Allah, ich habe meiner Seele selber Unrecht getan. Und niemand vergibt die Sünden außer dir. So bitte ich dich um Vergebung. An anderer Stelle, in vielen Versen,
wird erwähnt, in vielen Hadithen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wird erwähnt, die Vergebung vom allmächtigen Gott. Der allmächtige Gott sagt in einem heiligen Hadith, Ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. O Sohn Adams, solange du mich anbetest und mich bittest, werde ich dir vergeben, was von dir ist und werde es nicht beachten. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. O Sohn Adams, und wenn deine Sünden bis zum Himmel reichen und du bittest mich dann um Vergebung, ich werde dir vergeben. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. Das heißt, O Sohn Adams, und wenn du mit so vielen Fehlern wie die ganze Erde zu mir kommst, aber du hast mir niemand beigesellt, das heißt, du hast keinen Baum angebetet, keinen Propheten angebetet, nicht Jesus angebetet, nicht Mohammed angebetet, kein Heiligen angebetet, kein Grab angebetet, keine Sonne, Mond, Sterne, Lehrer angebetet, sondern du hast nur mich alleine angebetet. Ich werde dir mit genauso viel Barmherzigkeit entgegen, Vergebung entgegenkommen. Der Prophet, Allah sagt in einem anderen heiligen Hadith, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh, meine Diener, ihr begeht Verfehlungen bei Tag und in der Nacht. So bittet mich um Vergebung und ich werde euch vergeben. Aber man muss dieses Konzept auch richtig verstehen. Das heißt jetzt nicht, ich gehe zur Bank und sage noch, oh Allah, verzeih mir. So funktioniert es nicht. Sondern die Verzeihung hat Bedingungen. Dass du es wirklich von reinem Herzen machst. Dass du diese Sünde wirklich bereust und dir vornimmst, nicht mehr in die Sünde reinzufallen. Und wir wissen von den Sahabern, was haben sie sich vorgenommen, wenn sie zum Beispiel einen Fehler gemacht haben. Die sagen nicht mal Sünde, sie haben gesagt, sie machen danach mehr gute Taten dazu. Und das ist auch etwas, was Allah im Koran beschreibt. Was sagt er dort? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Was heißt das? Und diejenigen, die einen Fehler machen und sich dann und gedenken an Allah und verbitten dann sofort um Verzeihung. Fastaghfiru, dieses F ist für die sofortige Wirkung, nicht? Ach ja, ich mache erstmal, ich habe eine Freundin, erstmal 10 Jahre, wenn ich dann heirate, mache ich Tauba. Das ist schon von vornherein keine Wahrhaftigkeit in deinem Herzen. Da ist schon von vornherein, da fehlt etwas im Herzen. Wenn du sagst, ich mache erstmal 100 Jahre Sünden, dann fahre ich mit 65 zur Hatsch. Dies ist ein falsches Verständnis vom Konzept der Sünden im Islam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ganz deutlich, dass die Sünde nicht nur etwas ist, was geschrieben wird, dass die Sünde nicht nur etwas ist, was gewogen wird in Gerechtigkeit, dass die Sünde nicht nur etwas ist, was du in deinen Büchern sehen wirst, die du bekommen wirst am Dienstag, sondern dass die Sünde etwas ist, was dich beeinflusst, was dein Herz beeinflusst und was dein Herz verschmutzt. Allah sagt im Koran, رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen herabgelassen. Das heißt, wenn du immer weiter Sünden machst, dein Herz wird hart werden. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Allah versiegelt die Herzen. Aber das heißt nicht, Allah sagt, ab dir versiegelt das Herz, dir nicht. Sondern für deine Taten, ja. Subhanallah. Für die Taten. Die Taten werden dreckig. Die Taten sind dreckig, verschmutzen dich. Deswegen, für jeden Muslim, der ist, der nicht betet, obwohl da gibt es schon Ikhtilaf, ob der überhaupt Muslim ist, der nicht fastet, der den Islam nicht richtig praktiziert, der schlechte Taten macht, der Drogen nimmt, denke daran, umso länger du auf diesem Weg bist, umso schwieriger wird zurückzukehren. Umso schwieriger wird es zurückzukehren, weil du wirst dich an die Sünde gewöhnen. Jemand, der sich an eine Sünde, gewohnt ist, für den ist es schwer, diese Sünde loszuwerden. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel.
Ich hatte mal einen Freund gehabt, das heißt Freund ist eigentlich immer noch ein Bekannter von mir, das war voll der Filou gewesen, ja, von so vor Islam, so mit Frauen kennenlernen und solche Sachen, ja. Der hat immer so Bücher, die besten Sprüche hin und her. Ja, dadurch hat der schon so diese Angewohnheit gehabt, wenn er mit irgendjemandem redet, ja, dass direkt irgendwie so ein Spruch kommt, der direkt so in diese Richtung führt, ja. Das heißt, es ist total kompliziert für den auf. Dann habe ich dem sein Handy geliehen bekommen und habe da meine Karte reingemacht. Aber die Geburtstage, ja, die bleiben ja gespeichert in dem Handy. Die sind ja nicht auf der Karte gespeichert. Jeden Tag. Susanne, Bettina, jeden Tag. Das heißt, für diesen Mensch, der so angefangen hat, es wird total schwer zurückzukehren. Das ist etwas, was viele verpassen. Und ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Wenn jemand ins Meer schwimmt, ja, eine Stunde, dann sagt jemand, hey, komm wieder raus, Alter, komm raus, zurück. Dann sagt er zu dir, nee, ich schwimme noch eine halbe Stunde, dann komme ich wieder an Land. Die Gefahr, dass er absäuft, ist immer größer. Mit Allah kannst du nicht spielen. Mit Allah kannst du nicht spielen. Was sagt er? Diejenigen, die Allah gedenken, dann sofort um Vergebung bitten. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Wer vergibt die Sünden außer Allah subhanahu wa ta'ala? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Und dann, وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und die nicht in dem beharren, was sie getan haben, obwohl sie es wissen. Da, so muss man leben. Was sagt er im Koran? يَا عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. O ihr Diener, die euch selber Unrecht oder die ihr selber gegen eure eigenen Taten Übertretung, gegen eure eigenen Seelen Übertretung begangen habt. Nicht gegen mich, weil du kannst Allah nicht schaden. Verzweifle nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Deswegen mache weiter. Aber du musst die Mitte finden. Nicht wie der eine, der sagt, ach ja, Allah vergibt mir sowieso nicht, ich kann weiter den Bär machen. Und nicht wie der andere, der sagt, ach, Allah vergibt mir sowieso, ich kann weiter den Bär machen. Das ist alles beide falsch. Man muss die Mitte finden. Man muss Angst haben, Fehler zu begehen, aber man darf auch nicht an der Barmherzigkeit verzweifeln von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir, das Konzept, dass Gott zu heilig ist, dass der, der Fehler macht, ins Paradies kommt, ist nicht im Islam gegeben. Wir sagen, Gott hat den Menschen bewusst erschaffen und wusste ganz genau, dass der Mensch Fehler machen wird und er ist bereit, ihm zu vergeben. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass wir Fehler machen, ist, dass sich hier seine Barmherzigkeit, seine Vergebung manifestiert. Allah sagt doch in einem heiligen Hadith, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Oh meine Diener, wenn der erste von euch und der letzte von euch, die Menschen und Jinn alle, das sittenloseste Herz von dem sittenlosesten von euch hätten, das würde von meiner Herrschaft nichts wegziehen. Das heißt, das Konzept, dass jemand für die Sünden der Menschen sterben muss, ist im Islam nicht gegeben, weil im Islam haben wir ein Konzept, wie deine Sünden vergeben werden. Nämlich durch das reuevolle Umkehren, dass du reuig umkehrst zum allmächtigen Gott, ihn um Vergebung bittest. Ohne Vermittler, brauchst du nicht irgendeinem Scheich, was weiß ich, in ein Land zu gehen und sagst dann, du kniest dich vor dem Nieder, das ist nicht Islam. Sondern du bittest Allah um Vergebung. وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und da gibt es so viele Hadith, so viele Ayat über diese Vergebung. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich jemand stellt, okay, Fazit vom Koran her, wir brauchen erstmal, es muss keiner für die Sünden der Menschen sterben, zweitens, Jesus ist sowieso nicht gestorben, das Thema hat sich erledigt. Wir sagen jetzt als Muslime, wir brauchen nicht mehr großartig zu diskutieren, weil das Koran ist das Buch, woran wir glauben. Koran ist das Buch, woran wir glauben, dass es unverfälscht ist. Beispielsweise, jetzt könnte natürlich jemand sagen, okay, aber bei euch steht doch drin im Koran, dass ihr an die Psalter und die Tora glaubt. Steht es nicht im Koran? Steht nicht im Koran, dass ihr an das glaubt, was Allah vorher herabgesandt hat? Wie lässt sich dies vereinbaren? Das lässt sich ganz einfach vereinbaren. Allah sagt, wir glauben an das, was vorher herabgesandt worden ist. Aber das, was verfälscht worden ist, weil wir glauben, dass in der Bibel etwas verfälscht worden ist, Dinge hineingeschrieben worden sind, ausgelassen worden sind, vergessen worden sind, umgesetzt worden sind, verdreht worden sind,
Daran glauben wir nicht, sondern an das, was herabgesandt worden ist. Und es gibt keinen einzigen Vers im Koran, der sagt, die Bibel ist unverfälscht. Aber es gibt ganz eindeutige Verse, die sagen, ist verfälscht. Beispielsweise Sure 2, Vers 75, um es zu verdeutlichen. Dort sagt Allah, أَفَتَتْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Denkt ihr, habt die Hoffnung, dass sie euch glauben, wo ein Teil von ihnen die Schrift schon gehört hat und verstanden hat und danach wissentlich entstellt hat, dann liest du im selben Atemzug, vier Verse weiter, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben, mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt dazu, kommt das Gesetz Gottes, kommt das von Gott oder von wem kommt das? Das Gesetz Gottes kommt doch von den Heiligen Büchern, richtig? Jeder ist einverstanden? Okay. Dann schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Also wie gesagt, soll ich keiner beleidigt vorfinden. Das ist meine Präsentation. Es gibt sicherlich Leute, die dagegen Argumente haben. Kein Problem. Aber man sollte sich einfach mal Gedanken machen. In Jeremia 8, Vers 8 steht, wenn man an die Bibel glaubt, hier steht, wie könnt ihr sagen, wir sind weise? Wie könnt ihr sagen, wir sind weise? Und das Gesetz Gottes ist bei uns. Wie könnt ihr sagen, das Gesetz Gottes bei uns? Ja, nun sicherlich hat der falsche Griffel, der Schreiber, es zur Lüge gemacht. Das Gesetz Gottes wurde vom falschen Griffel, die mit der eigenen Hand schreiben und sagen, die ist von Allah, zur Lüge gemacht. Die steht in der Bibel. Was sagt die moderne Wissenschaft dazu? Bibelkritik, Enzyklopädie Britannica, 12. Ausgabe, Seite, Band 3, Seite 643. Es ist jedoch Tatsache, dass jedes Buch im Neuen Testament zurzeit mehr oder weniger Gegenstand von Kontroversen ist und Einfügungen werden selbst für diese vier Briefe, für die vier großen Briefe von Apostel Paulus vorgenommen. Enzyklopädie Biblica, Band 4, Seite 4980. Die überwältigende Mehrheit der anderen Leser des Neuen Testaments waren von Anfang an absichtliche Änderungen. Das Neue Testament stellte in sehr früher Zeit keine kanonische Autorität dar und Änderungen beiführen wurden tatsächlich vorgenommen, wenn man sie als Verbesserung ansah. Das ist nicht mein Wort. Man soll nicht mich tadeln, man soll den tadeln, der es hier geschrieben hat. Ja, nee, weil ich kann auch nichts dafür. Hat Enzyklopädie Biblica mal anrufen oder so, mit denen Kontakt aufnehmen. Ja, oder Jeremia tadeln, dem Propheten, der das gesagt hat. Weil ich habe es nicht gesagt. Jeremia hat gesagt, wie könnt ihr sagen, ihr seid weise, das Gesetz Gottes bei euch, aber der falsche Griffel, der Schreiber, hat es zur Lüge gemacht. Um das nochmal zu verdeutlichen, im Hadith, Band 9, Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 461, sagt Ibn Abbas, كَيْفَ تَسْأَلُونَ عَلَى الْكِتَابِ أَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ وَلَذِي أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحْدَثْ. Wie könnt ihr, warum fragt ihr Ahlul Kitab über eine Sache und das Buch, was auf den Propheten Mohammed s.a.w. herabgesandt worden ist, der Koran, ist neu gekommen. وَكَدْ حَدَثَكُمْ und hat euch erzählt in diesem Buch, أن أهل الكتاب غيروا كتاب الله، dass die Leute vom Buch das Buch verändert haben، وبدلوه وكتبوا بأيديهم ما ليس منهم وقالوا هذا من إن وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا und haben mit ihrer eigenen Hand geschrieben. Das heißt, dieser Vers bezieht sich genau auf das, was ich eben gesagt habe. Er benutzt genau diesen Wortlaut. Alhamdulillah. Das heißt, das ist die Erklärung, warum wir sagen, wie kann es sein, dass wir sagen, das Heilskonzept ist die Art und Weise, wie wir sagen. Und die Christen beispielsweise sagen, das Heilskonzept ist anders und tatsächlich finden sie in der Bibel Beweise dafür, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben sein soll. Wir sagen, es ist verändert worden. Das ist unser Glaube. Jetzt, aber natürlich zur Diskussion, und es ist eine sehr wichtige Diskussion, für uns ist die Sache klar, wir glauben an den Koran, die Sache hat sich erledigt. Jetzt ist natürlich ein Christ hier, und er wird vielleicht sagen, ja okay, aber ich glaube an die Bibel. Okay, ich habe eben das gebracht von Jeremia 8, Vers 8, da sollte man sich seine Gedanken drüber machen. Und sich ehrlich fragen im Herzen, was man dazu sagt. Aber wir sollten die Frage genau betrachten,
laut Bibel zur Diskussion, was sagt die Bibel wirklich dazu? Was wäre jetzt, wenn wir sagen, die Bibel ist verändert worden oder Teile von der Bibel sind verändert worden und wir finden bezüglich dieser Kernaussage, ist Jesus für die Sünde der Menschen gestorben, in der Bibel Widersprüche? Was wäre dann? Wäre dies ein Indiz dafür oder ein klarer Beweis dafür, dass das, was der Koran kommt, sagt, die Wahrheit ist? Und wenn wir die Bibel betrachten, was finden wir dort? Wir finden in der Bibel zwei Antworten. Tatsächlich zwei Antworten. Wir finden einmal die Antwort, ja, Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Und wir finden einmal die Antwort, nein, er ist nicht für die Sünden der Menschen gestorben. Die Passagen der Bibel, die sagen, Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben, sind hauptsächlich oder im Großen und Ganzen aus dem Neuen Testament, vor allen Dingen von den Briefen des Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ein sehr beeinflussender Lehrer gewesen, der, sage ich mal, eigentlich, wo einige Leute sagen, auch Nicht-Muslime, dass er eigentlich das Christentum von heute gegründet hat und nicht Jesus. Er hat behauptet, dass er Jesus getroffen hätte und Jesus hätte ihm dann Eingebung gemacht. Und dann hat er Briefe geschrieben und diese Briefe sind in das Neue Testament eingeflossen. Und seine Doktrin, wo einige sagen, und das werde ich nachher noch vorlesen, die sagen, das ist aus dem griechisch-römischen Reich beeinflusst worden, diese Opfertod-Theorie, hat also diese Opfertod-Theorie vor allen Dingen verbreitet. Denn wenn wir uns die Bibel genau betrachten, dann finden wir in den meisten Stellen der Bibel, dass die meisten Stellen der Bibel sagen, dass Jesus nicht gestorben ist für die Sünden der Menschen, dass gar kein Opfer dieser Art notwendig gewesen ist. Beispielsweise im Alten Testament finden wir in vielen Stellen, dass zum Beispiel das Volk Israel Sünden gemacht hat und dass Gott ihnen einen Ausweg gibt, wie sie von den Sünden loskommen. Er sagt beispielsweise, schlachtet ein Tier für die Sünden. Und was sehr bekannt ist, ist zum Beispiel, dass Harun bzw. Aaron, der hohe Priester, der Prophet, der Bruder von Moses a.s., dass er zwei Böcke genommen hat, hat den einen Bock geschlachtet und hat von dem anderen Bock das Blut über den Altar auf eine bestimmte Art und Weise verspritzt, hat dann seine Hände auf den Kopf des anderen Bocks gelegt und ihn raus in die Wildnis geschickt. Und dies war dann, dass dieser Bock die ganzen Sünden mitgenommen hat. Jetzt kommt ein Christ natürlich zu dir und sagt, ja guck, das war ja eine Opferung. Und bei Jesus ist genau eine ähnliche Opferung. Nur wir sagen hier, wer hat die Sünden getragen? Der lebendige Bock, nicht der, der geschlachtet worden ist. Das als allererstes, aber im Prinzip, wenn jemand sagt, und das ist christliche Doktrin ganz deutlich, heutzutage gibt es die moderne Herangehensweise, sage ich mal, dass man von der Allversöhnung spricht. Das heißt, Jesus ist für jeden seine Sünde gestorben. Egal, ob du Adolf Hitler bist oder die Bombe in Hiroshima geschmissen hast, Jude bist, Christ bist, komm alle ins Paradies. Aber die orthodoxe, beziehungsweise besser gesagt die klassische, weil orthodox würde vielleicht jemand verstehen, griechisch orthodox, sondern die klassische Meinung ist, dass es nur einen Weg gibt ins Paradies, und zwar, dass man daran glaubt, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Dies wirft ein großes Problem auf. Das erste Problem ist, die wahre Religion Gottes muss Eigenschaften haben, dass sie zu jeder Zeit von jedem Mensch das Heil erlangt werden kann. Jetzt fragen wir natürlich, okay, wie ist es denn jetzt mit jemandem, der vor Jesus gelebt hat? Er kommt mit der Erbsünde laut Apostel Paulus auf die Welt, entweder die Sünde im Herzen oder er wird Sünden machen. Jedenfalls, Apostel Paulus hat ganz deutsch Römerbrief 5, alle werden dadurch schuldig gesprochen, durch die Sünde des ersten Menschen. Das steht in Römerbrief 5. Jetzt werden diejenigen heil gesprochen, die an den Opfertod Jesus glauben. Jetzt frage ich natürlich, okay, was ist, wenn ein Baby stirbt und es wird mit der Erbsünde geboren und stirbt? Hier gibt es Probleme. Weil es wird mit der Erbsünde geboren
mit der Veranlagung zu sünden, als Sünder geboren. Das findet man in vielen christlichen Büchern. Auch wenn du es ihnen erzählst, werden sie sagen, nee, ist gelogen, jedenfalls einige. Aber das können wir gleich nochmal illustrieren. Dann sagen wir, okay, was passiert mit dem Baby? Es geht das jetzt in die Hölle? Synode von Karthago, 405 nach Christus, sagt, ja, es geht in die Hölle. Katholische Meinung. Heutzutage, geh in ein katholisches Krankenhaus, geh in ein katholisches, ich betone katholisch, weil sonst sind sich nachher wieder einige am Beschweren, geh in ein katholisches Krankenhaus und frage nach, ob es Nottaufe gibt in dem Krankenhaus. Denn in den Krankenhäusern gibt es Nottaufe. Das heißt, das Baby, das wird zum Beispiel zu früh geboren, ist in Lebensgefahr, dass es schnell getauft wird, damit es nicht stirbt und in die Hölle geht. Jetzt gibt es natürlich auch andere Herangehensweisen, aber im Prinzip widersprechen die anderen Herangehensweise dem Konzept des Opfertodes von Jesus. Denn wenn du sagst, Jesus, es gibt nur einen Weg, dass du bekennst, dass du Sünder bist und dass du Jesus als das Angebot wahrnimmst, dass er deine Schuld bezahlt mit seinem Tod, dann heißt es, wenn du es nicht wahrgenommen hast, hast du Pech gehabt, weil du bist Sünder geboren. Was ist mit dem, der im Dschungel lebt? Weg. Was ist mit dem, der vor Jesus gelebt hat? Auch weg. Jetzt sagen wir natürlich, und das ist ein großes Problem. Ich habe beispielsweise schon mit einigen Leuten darüber gesprochen. Ich hatte eine Diskussion mit einem Priester gehabt, Missionar, der in die Moschee kommt, um dort Dawa zu machen, der griechisch-hebräisch kann. Und ich habe ihm diese Frage gestellt. Was hat er darauf gesagt? Ja, wir haben da ein Problem, das ist eine schwierige Frage, aber heutzutage... Was ist das für eine Antwort, Achim? Was ist für eine Antwort? Das ist keine Antwort. Aber heute haben wir alle das Evangelium gehört, ja kein Problem. Wir haben nicht über die geredet, die das Evangelium gehört haben. Wir haben über diejenigen geredet, die im Dschungel leben. Wie ist es im Islam? Dies ist einer der größten Beweise, dass der Islam die wahre Religion Gottes ist. Der Weg zum Heil. Denn wir haben gesagt, die Bedingung muss sein, dass jeder zu jeder Zeit das Heil erfahren kann. Wie ist es im Islam? Der Islam, was ist mit den Menschen, die vorher gelebt haben? Wir sagen, sie haben an einen Propheten geglaubt, der dort gewesen ist. Denn wir sagen, alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft. Dient den einen wahren Gott, tut gute Taten, bereut für eure Sünden und ihr werdet das ewige Leben im Paradies bekommen. Oder ihr verweigert den Glauben, tut schlechte Taten, bereut eure Sünden nicht vorm allmächtigen Gott und ihr werdet in die ewige Verdammnis der Hölle gehen. Der Prophet Mohammed SAW kam nicht mit einer Religion, mit einer neuen Religion, sondern er kam mit der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Das sind nicht meine Worte, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Er sagt in Surah 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandten erweckt, damit sie den Menschen beibringen, dient den einen wahren Gott alleine und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Kein Stein, kein Propheten, kein Menschen. Bete nur zum allmächtigen Gott. Nehme dir Jesus, nehme dir Isa als Vorbild. Isa war ein Diener des allmächtigen Gottes, deswegen musst du auch ein Diener des allmächtigen Gottes sein und nur Diener des allmächtigen Gottes. Matthäus 26, Vers 39, und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zum allmächtigen Gott. Wie betete er? So wie alle Propheten gebetet haben, mit dem Gesicht auf dem Boden, so wie die Muslime heute beten. Denn das ist die Religion von Anfang an. Inna dina indallahi il-Islam. Allah sagt in Surah 3, Vers 19, wahrlich die Religion bei Allah ist der Islam. Was ist Islam? Dieses Konzept bedeutet Gott ergeben. Alle Propheten waren Gott ergeben. Was war Moses a.s., als er ausgezogen ist, auf Befehl Gottes? Was war Abraham a.s., Ibrahim a.s., als er bereit war, seinen Sohn Ismael zu opfern, auf dem Befehl Gottes? Was war Dawud a.s., was war Suleiman, was war Isa, was war Muhammad s.a.w.? Diese Menschen waren Gott ergeben und Gott ergeben heißt im Arabischen Muslim. Und
Die Religion von ihm ist die Gottergebung, sich Gott ergeben, sich Gott hingeben, das ist Islam. Deswegen hat der Islam zu jeder Zeit, an jeder Ort, für jeden Menschen die Heilsbotschaft. Aber der Islam sagt ganz deutlich, wenn ein Prophet kommt, musst du an den Prophet glauben, ansonsten hast du das Gebot nicht erfüllt. Und der Prophet Sassam stellt eine Bedingung, er sagt, لا يسمع بي أحد من هذه أمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Keiner von mir hört von dieser Umma, kein Jude, kein Christ, hört von mir. Und glaubt dann nicht an das, womit ich gesandt worden bin, außer dass er zu den Gefährten der Hölle gehört. Aber die Bedingung ist, er hat gehört. Was ist zum Beispiel, wenn heute jemand im Dschungel lebt? Er hat noch nie was vom Propheten Mohammed gehört. Ist er verloren? Ist er in der Hölle? Was ist jetzt? Was ist, wenn er Jesus nicht akzeptiert? Er wohnt in der Antarktis. Er ist als Sünder geboren. Wo ist der Schlüssel, um die Sünde zu verschließen? Im Islam, wir haben den Schlüssel. Zum Beispiel, dass er Gott erkennt durch ein Zeichen. Dass er eine Botschaft folgt von einem anderen Propheten vor und dem Richtigen davon folgt. Dass er seiner Fitra folgt. Und der Prophet Sassam berichtet, dass diejenigen, die hier keine Botschaft bekommen, dass sie am jüngsten Tag noch eine Chance bekommen. Alhamdulillah. Weil das ist der allmächtige Gott. Der allmächtige Gott Allah schickt keinen einfach in die Hölle, sondern der allmächtige Gott ist ein gerechter Gott, wo für jeden, an jedem Ort, zu jeder Zeit eine Heilsbotschaft da ist. Alhamdulillah, jetzt gehen wir weiter. Aber wir sagen, eigentlich diese Geschichte oder dieses Konzept, diese Theorie, diese Opfertod-Theorie ist eigentlich nicht die Religion von Jesus, sondern das ist die Theorie von Apostel Paulus. Jesus, wir jetzt gucken in der Bibel weiter. Was passiert dort? Musa alayhi salam, willst du Allah, willst zum allmächtigen Gott aufsteigen und willst Fürsprache bei ihm machen? Will um Vergebung bitten für sein Volk? Das sind die ganzen Punkte, die wir finden. Jetzt kommt jemand und das, subhanallah, als ich mit diesem Priester geredet habe, kam er mir mit einem Heftchen von Voraussagen auf Jesus. Voraussagen auf Jesus im Alten Testament. Das heißt, dass Jesus kommen wird. Was sagen wir dazu? Für dich als Muslim, um zu wissen, wie du reagierst, für den Nicht-Muslim, um das Konzept richtig zu verstehen. Wir sagen, wir glauben, dass in diesem Buch, in dieser Bibel, dass viele Wahrheiten drinstecken. Und wir haben kein Problem damit, dass es Voraussagen gibt, dass Jesus kommen wird. Da haben wir gar kein Problem. Aber ich sage dir, ich habe keine einzige deutliche Voraussage gefunden, dass Jesus kommen wird. Viele nehmen, eine junge Frau wird einen Sohn gebären, wird ihn Immanuel nennen. Aber Jesus hieß nicht Immanuel. Es wird dann in der Bibel im Neuen Testament eingesetzt, und das heißt Jungfrau, als Jungfrau übersetzt. Aber das hebräische Wort Alma heißt nicht Jungfrau, sondern heißt junge Frau. Ist also extra so übersetzt worden, damit es auf ihn zutrifft. Aber selbst wenn, okay, nehmen wir diese Prophezeiung an, kein Problem. Warum soll das nicht prophezeit werden, dass Jesus kommt? Kein Problem. Aber steht hier irgendwo, dass er für die Sünden aller Menschen sterben wird? Steht das irgendwo? Nein. Steht eine Jungfrau, beziehungsweise eher eine junge Frau, wird einen Sohn gebären, sie wird ihn Immanuel nennen, obwohl Jesus nicht Immanuel hieß. Aber sagen wir, er hieß Immanuel, kein Problem. Die nächste, und alle Voraussagen in der Bibel, auf irgendeinen Propheten, glaubst du mir, sind so allgemein. Ich habe extra dieses Buch durchgeguckt, was er mir gegeben hat. Die kannst du auf jeden beziehen, auf jeden Propheten. Ein guter Mann wird kommen, der Messias, wie ist das? Und jetzt die Juden haben niemals daran geglaubt, dass der Messias kommen wird, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Nie. Woher bezieht man das? Wie kann es sein, dass das Konzept, an das du glauben musst, dass niemals jemand vorher daran geglaubt hat? Das heißt, Gott ist eins, zwei, drei Personen in eins. Davon hat nie jemand geredet, hat nie jemand verstanden, die Natur Gottes. Und niemand hat verstanden, wie du das eigentliche Heil erreichst, 1500 Jahre vor Jesus a.s. Wie kann das sein? Dann kommt jemand mit Jesaja 53. Und kommt mit Jesaja 53 und sagt, in Jesaja 53 steht, ja, aber er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Von einem leidenden Gottesknecht, ja. Hier,
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen, gebeugt, doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Als allererstes, dies wird dann als der Beweis genommen. Als allererstes, hier steht nicht, dass irgendwie Gott kommt und für die Sünden aller Menschen stirbt und ein Opfertod ist. Hier steht, dass jemand an den Sünden der anderen leidet. Und wenn wir den Kontext lesen, dann finden wir, dass viele Dinge gar nicht auf Jesus zutreffen. Hier. Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Jesus hat eine schöne Gestalt gehabt. Das heißt, der Kontext passt nicht auf Jesus. Und außerdem, wenn das jetzt eine Voraussage sein soll, dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt, dann schauen wir uns das Neue Testament an, wo Matthäus in Matthäus 8, 16 und 17 dies für eine ganz andere Situation einsetzt. Ja? Hier steht, also man brachte viele Besessene zu ihm, er trieb sie mit einem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Dadurch also, es kamen Besessene zu ihm, Dämonen, Jesus heilte diese Kranken. Warum kamen wir da ein Problem mit? Alayhi salam, wir lieben Jesus. Kein Problem, der hat Kranke geheilt, wir glauben daran. Alhamdulillah, wir lieben Jesus. So, er hat die Kranken geheilt. Und dann schreibt der Matthäus weiter. Dadurch sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Er hat unsere Leiden auf sich genommen, unsere Krankheiten getragen. Aber, also er legt die Hände auf, hat Jesus die Krankheiten von diesen Menschen getragen? Und außerdem, wenn wir jetzt sagen, diese Voraussage soll darauf hindeuten, dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt, dann hat Matthäus, war er entweder nicht von Gott inspiriert oder hat es falsch verstanden, weil Matthäus nutzt diesen Vers für eine ganz andere Situation. Kommt das an? Matthäus nutzt dies nicht für den Opfertod von Jesus, Matthäus nutzt dies für die Krankenheilung. Aber hat Jesus die Krankheiten dieser Menschen auf sich genommen? Nein. Das heißt, dieser Vers ist äußerst unpassend in dieser Situation. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte beispielsweise von Seligman Pick, einem jüdischen Gelehrten. Damit man mich nicht alleine tadelt, stehe ich nicht alleine da. Und dann haben die Juden zum Beispiel zu dieser Voraussage, der leidende Gottesknecht, eine ganz andere Interpretation. Dass ein Knecht daran leidet, an den Sünden der anderen Leute im Volk, aber nicht, dass jemand für die Sünden von anderen stirbt. Und dass dadurch das ewige Heil kommt. Wo ist eine deutliche Voraussage? Nirgendwo in der Bibel. Jetzt hat die Bibel noch andere Voraussagen, die vollkommen dagegen sprechen, dass jemand für die Sünden von anderen stirbt. Wir sind jetzt dabei, bei der Frage, sagt die Bibel, dass Jesus für die Sünden von Gott die Sünden der Menschen gestorben ist? Dann finden wir in Ezekiel 18, Vers 21. Nur wer sündigt, soll sterben. Das ist nur wer sündigt, soll sterben. Hat Jesus gesündigt? Nein, laut Christentum. Dann, ein Sohn soll nicht die Schuld seines Vaters tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt den Rechten zugute, und die Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Das heißt, Gott spricht hier erstmal davon, dass es Leute gibt, die gerecht sind. Aber laut christlicher Doktrin, oder sagen wir lieber laut der Lehre von Apostel Paulus, gibt es keinen gerechten Menschen. Es gibt nur Sünder, die sündige Natur, und wenn du die nicht durch den Opfertod von Jesus löst, bist du weg vom Fenster, in der Hölle. Jetzt geht's weiter. Dann, keiner der Vergehen, so, dann geht's weiter. Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, jetzt, guck mal das Konzept, was in Ezekiel steht, wie der Schuldige, der Sünde gemacht hat, von den Sünden loskommt. Genau zuhören. Welches Konzept ist das? Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er getan hat, abwendet und auf alle meine Gesetze achtet, nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben, ewiges Leben bekommen, ja? Und nicht sterben. Keines der Vergehen derer, die sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet. Keines der Vergehen derer, sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet. Das heißt, er hat vorher viele Sünden gemacht, aber er kam zurück von diesen Sünden und die Sünden werden ausgelöscht. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, dieses Konzept? Ist das nicht Islam? Ist das nicht, wo ich eben 15 Minuten vorher drüber geredet habe? Hier, laut Bibel ist Islam richtig. Laut Ezekiel 18, Vers 21. Aber laut Apostel Paulus ist Islam verkehrt. Jetzt geht's weiter.
Wegen seiner Gerechtigkeit wird er am Leben bleiben. Apostel Paulus sagt, ist keiner gerecht. Kann keiner gerecht sein, außer der Gott, der auf die Welt gekommen ist, für die Sünden stirbt. Du kannst nur durch seinen Opfertod erlöst werden. Dann geht's weiter. Wenn jedoch ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt, wenn er Unrecht und all die Gräueltaten begeht, das heißt, er war vorher gerecht, oder? Ja. Dort dann geht, die auch der Böse fühlt, soll er dann etwa am Leben bleiben? Fragezeichen. Das heißt, das sind die Konzepte in der Bibel. Das ist das Alte Testament. So. Dann gibt es noch ein anderes Konzept, wo sich jemand opfern will für die Sünden von den anderen. Moses. Moses im Alten Testament geht zu Gott und sagt, lösche mich für die Sünden von denen, sinngemäß, aus dem Buch des Lebens aus. Und Gott macht ihm klar, dass dies nicht geht, dass jeder nun die Sünde kriegt, die er genommen hat. Und dass keiner für die Sünden von jemand anderem stirbt. Jetzt geht's weiter. Das erstmal dazu. Dann haben wir ein anderes Konzept. In Jona 3, 5 bis 10, Alte Testament. Ich habe gesagt, wir gucken, sagt die Bibel wirklich, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist? So wie der Apostel Paulus sagt. Hier, Jona 3, 5 bis 10. Und der wahre Gott bekam ihre Werke zu sehen. Das heißt, er hat nicht gesehen, dass jemand für sie gestorben ist. Er bekam ihre Werke zu sehen, dass sie von ihrem schlechten Weg umgekehrt waren. Und so empfand der wahre Gott Bedauern über das Unglück, das ihnen antun lassen geredet hatte, und er ließ es nicht zu. Welches Konzept ist das? Das ist Islam. Weil diese Propheten kamen auch mit Islam. Yunus a.s. ist das. Dieses Konzept. Dann, eine kurze Sache zu diesem Opfertod, wollte ich mal kurz bringen, was die Juden dazu sagen. Die ja auch das Alte Testament gelesen haben. Die das Alte Testament kennen. Was sagt er dazu? Diesen Erlösungsbegriff und solche Mittlerschaft lehnt das Judentum entschieden ab. Im Talmud erkennt ein Eleazar ben Dordoja voller Reue über die unwürdige Lebensführung, die er bisher geführt hat, dass er in seinem persönlichen Verantwortungsgefühl als sein eigener Mittler ausschließlich von mir hängt die Sache ab, vor seinen Gott hinzutreten habe. So sieht die Sache aus. Das ist das, was die Leute vom Alten Testament verstanden haben. Das zeigt ganz eindeutig, dass diesen Menschen das nicht bekannt war, nicht bewusst war von irgendeinem. Jetzt, was schreibt dieser jüdische Gelehrte hier? Was schreibt dieser jüdische Gelehrte, Seligmann Pick, was schreibt er? Der Grundgedanke der Erlösungslehre, wie sie sich im Neuen Testament darstellt, wird von Paulus im Römerbrief entwickelt. Das heißt, er erkennt auch, dass Paulus der eigentlich ist, der mit dieser Theorie aufgekommen ist. Dann geht's weiter. Jetzt schauen wir im Neuen Testament. Das Neue Testament besteht sowohl bei Katholiken als auch Protestanten aus 27 Büchern. Das Alte Testament hat bei den Protestanten 7 Bücher weniger als bei den Katholiken. Aber das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Und diese Bücher, davon sind 14 vom Apostel Paulus geschrieben, beziehungsweise von Leuten, die mit ihm in engem Kontakt gestanden, die mit ihm eng im Kontakt standen. 14 Bücher vom Apostel Paulus, der Rest nicht von Apostel Paulus. Und die Bücher im Neuen Testament, die ausgewählt worden sind, die kanonisiert worden sind, wann kanonisiert worden? Im Jahre 364 nach Christus hat man gesagt, dies sind die Bücher, ist das Wort Gottes. Jetzt schauen wir uns das Neue Testament an. Da sagt zum Beispiel Apostel Paulus, nach meinem Evangelium, das heißt nach meinem, er betont, nach meinem Evangelium ist Jesus für die Sünden der Welt gestorben. Und er betont, wäre nicht der Kreuztod von Jesus, dann wäre euer Glaube für die Katze, sinngemäß. Ja? Jetzt wollte ich noch mal kurz dazu sagen, was die Juden dazu sagen. Ob sie das auch so erkennen, wie ich das erkenne. Ja? Weil die Juden sagen ganz eindeutig, dass Paulus eigentlich derjenige gewesen ist, der von dem Urchristentum weggegangen ist, dass es zwei Strömungen gab. Hier,
Auch in ihrer ganzen Einstellung zu den sogenannten Gesetzen steht die Gemeinde auf dem jüdischen Boden. Er redet jetzt von dem Urchristentum, von den Jüngern Jesus. Sie hält an der Beschneidung, an den Speise, Reinheitsvorschriften und ebenso an der Synagoge und überhaupt an dem Kultus des damaligen Judentums fest. Ja, sie kehrt sich gegen die, welche sich von dem allen abwenden wollen. Das heißt, die Jünger von Jesus waren beschnitten. Jesus selber war beschnitten. Weiter. Das Urchristentum steht im Judentum jener Zeit, es stellt in ihm eine allerdings besondere, bedeutungsvolle und wirksame messianische Bewegung dar. Der Widerspruch des Judentums setzt erst mit dem Gegensatz gegen das Judentum ein, der in der neuen und dann entscheidenden Phase des Christentums in der paulinischen Theologie um Mission eintritt und der sich wie gegen das Judentum, so gegen das Urchristentum richtet. Das sind nicht meine Worte, das Seligmann Pick, ein jüdischer Gelehrter des letzten Jahrhunderts, der schon tot ist, der auch erkennt, dass die Lehre, die da verbreitet worden ist, nicht die Lehre von Urchristen ist, von den wahren Jüngern Jesus, sondern die Lehre ist vom Apostel Paulus. Und welches Konzept haben die Juden von der Erlösung, haben wir eben vorgelesen, so wie die Muslime in diesem Fall. Nur natürlich, bei jetzt im Judentum andere Probleme, das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist heute, ist Jesus für die Sünden der Menschen gestorben. Das Thema ist heute nicht Judentum und Christentum im Vergleich. Oder Judentum und Islam im Vergleich. Ja? Dann finden wir aber auch im Neuen Testament einige Punkte, die beweisen sollen, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Aber wenn man genau über diese Verse nachdenkt, finden wir, dass es dort keinen deutlichen Beweis gibt. Zum Beispiel steht dort, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir wissen nicht, hat er das wirklich gesagt? Wir lassen das liegen. Wir reden jetzt nicht, hat er das gesagt oder nicht gesagt. Wir reden jetzt nur einzig und allein darüber. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Sagen wir, niemand kommt zum Gott außer durch Jesus. Das ist interpretationsbedürftig. Er sagt hier nicht, niemand kommt ins Paradies, außer wenn er daran glaubt, dass ich für seine Sünden sterbe. Er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Beziehungsweise niemand kommt zu Gott außer durch mich. Laut Bibel, ja? Wir könnten sagen, stimmt. Denn wir Muslime glauben, dass jemand, der die Botschaft bekommen hat von Gott und nicht an Jesus glaubt, dass der Glaube von ihm nicht akzeptiert wird. Der muslimische Glaube, so wie er heute steht, die Umma von Mohammed, ist die einzigste Glaubensgemeinschaft, bei der es eine Bedingung ist, ein Muslim zu sein, dass man an Jesus glaubt. Bei der es eine Bedingung ist, daran zu glauben, dass Jesus durch die Jungfrau Maria geboren wurde. Bei der es eine Bedingung ist, dass man daran glaubt, dass Jesus ein rechtschaffender Prophet war, der Wunder im Namen vom allmächtigen Gott gemacht hat. Es gibt sonst keine andere Glaubensgemeinschaft. Aber dann andere Verse, ich bin der Weg und die Wahrheit. Das ist auch relativ. Mohammed könnte man auch sagen, ja, ich bin der Weg. Natürlich, weil er ist der Weg, sallallahu alaihi wasallam, wie man ins Paradies kommt. Das ist alles mehrdeutig. Jetzt und muss nicht, wenn es darum geht, Paradies oder Hölle, muss es nicht eindeutig sein. Natürlich muss es eindeutig sein. Jetzt kommt ein Problem, Markus 10, Vers 45. Dort steht, dass Jesus gesagt haben soll, dass er seine Seele als Lösegeld gibt. Ich will, wie gesagt, keinen kritisieren, ich will nur zum Nachdenken anregen. Lösegeld. Was heißt Lösegeld? Lösegeld heißt zum Beispiel, wir haben einen Geiselnehmer, der nimmt eine Geisel, ich nehme ich jetzt nicht als Geisel, Alhamdulillah, der nimmt eine Geisel und dann kommt jemand und gibt dem Geiselnehmer ein Lösegeld und dadurch kommt die Geisel frei. Okay, jetzt Jesus soll sterben als Lösegeld. An wen wird das Lösegeld gegeben? An wen wird das Lösegeld geben? Wer ist der Geiselnehmer? Ansonsten ist dieser Ausdruck Lösegeld verkehrt. Und es gibt einige christliche Gelehrte, die gesagt haben, der Geiselnehmer ist der Teufel. Zum Beispiel William Barclay in Daily Bible Commentary, ja, ein christlicher Gelehrter, erwähnt viele Theorien und sagt, eine Theorie ist, dass der Geiselnehmer der Teufel ist. Der Satan. Nur hier ist ein Problem. Das Problem ist dann, das wirkt, als wenn der allmächtige Gott, als wenn der Teufel jemanden nimmt und der allmächtige Gott steht unter dem Teufel und muss ein Lösegeld dafür geben. Wer ist der Teufel überhaupt? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nichts.
Und deswegen sagt er am Ende, William Barclay, als er die ganzen Meinungen zusammenfügt, er sagt, es ist besser, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt, ist vielleicht nur ein Ausdruck der Liebe. Aber wir können dieses Wort nicht löschen. Es ist da. Dieses Wort Lösegeld bringt Probleme.